Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Das ist der Auftakt zur zweiten Etappe der Via Aqua. Und ich befinde mich jetzt hier im wunderschönen Garmin hier in der bekannten Kartause. Aber das ist noch längst nicht alles, denn heute werden wir so einiges zu Gesicht bekommen. Wer die erste Etappe noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten, schaut sich das an, von Burgstall bis hierher. Ja, und heute geht's durch den Naturpark Ötscherland zum Treflingfall und dann hinauf zum Hochbeneck Almhaus. Aber ich würde vorschlagen, da redet man nicht mehr lange, sondern gehen wir kurz. Garmin liegt im Mostviertel im Bezirk Scheibs in Niederösterreich am westlichen Fuß des Ötschers. Dort befand sich von 1330 bis 1782 ein bedeutendes Kartäuserkloster, die Kartause Garmin. Die Kartause Garmin ist das ehemalige Kloster Marienthron der Kartäuser. Das Kloster wurde 1330 durch den österreichischen Herzog Albrecht II. Gegründet und war zeitweise eines der größten Kartäuserkloster Europas.
Nein, das ist jetzt nicht mehr. So richtig eisig sind das denn oder? Der Naturpark Oetscher-Thormeuer liegt im südlichen Mostviertel in den Bezirken Scheibs und Lilienfeld. Er entstand 1970 aus einer Protestbewegung gegen ein weiteres Wasserkraftwerk an der Erlauf, das zwischen Drübenbach und Garming errichtet werden sollte, nachdem bereits mit dem Kraftwerk Wienerbruck und dem Kraftwerk Erlaufboden ein Ausgleichsbecken in den Thormeuern errichtet worden war. Die Besonderheiten des Naturparks sind seine tief eingeschnittenen Täler der Erlauf und des Oetscherbachs sowie seine Berggipfelregionen mit zahlreichen Almen. Weitere natürliche Sehenswürdigkeiten sind seine zahlreichen Wasserfälle. Der Trefflingfall befindet sich in einer Klamm im Gemeindegebiet von Buchenstuben und ist einer der längsten Wasserfälle des Bundeslandes. Die Klamm wird vom Trefflingbach gebildet, einem kleinen Nebenfluss der Erlauf. Der Trefflingbach entspringt am Fuße des 1246 Meter hohen Turmkogels. Die eigentliche Klamm mit dem über mehrere Kaskaden herabstürzenden Wasserfall ist etwa 280 Meter lang. Der Höhenunterschied beträgt etwa 100 Meter, wobei die einzelnen Kaskaden eine Fallhöhe
von maximal 20 Meter aufweisen. Unmittelbar nach der letzten Kaskade mündet der Bach in die Erlauf. Die Klamm verläuft von Nordost nach Südwest. Der Klammuntergrund besteht aus Kalkstein. Durch die Klamm führt ein gut ausgebauter und populärer Wanderweg. Im Jahr 1897 wurde der Weg zum Treflingfall eröffnet. Dieser wurde vom Scheibser Gebirgsverein errichtet. Das Erlebnisdorf Buchenstuben befindet sich am oberen Naturparkeingang bei Sulzbichl. Das Hochberneck ist ein Bergrücken und eine Alm in der Gemeinde St. Anton an der Jesnitz in den niederösterreichischen Kalkalpen. Hochberneck ist eine Schulter auf dem Südwestrücken des 1130 Meter hohen Turmkogels. Von der Hochberneck-Almhütte auf 915 Meter und der benachbarten 10 Meter hohen Aussichtswarte hat man einen hervorragenden Blick auf den Ötscher und die Tormäuer. Weiters verläuft der Nord-Süd-Weitwanderweg über das Hochberneck. Ja, falls euch wundert, der Herr neben mir, das ist der Herr Kinas, seines Zeichens Gipfelrast.at, und die einen oder anderen kennen ihn auch vom Alpenverein der Weitwanderer. Ja. Hallo Freunde! Das war sie also, die zweite Etappe auf der Via Ackmann. Was soll ich sagen? Das war der Hammer. Aber die Bilder habt ihr gerade auch gesehen. Ja, und morgen folgt die letzte Etappe von hier, vom Hochberneck, über St. Anton und Scheibs zurück nach Burgstall. Und heute hier beim
Hochbeinecker Almhaus, das ist sowieso eine super tolle Sache für mich, weil hier bin ich heute nicht alleine, nehme ich meine lieben Freunde von der Alpenvereinssektion der Weitwanderer, wo auch ich ein Teil davon sein darf, sind heute auch da. Eine super tolle Sache. Jetzt geht's Richtung Matratzenlager. Das wird auch abenteuerlich. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn die letzte Etappe startet. Also dann, bergheil und gute Nacht.